Kann ich vielleicht Rumpels Mütze mit dem Handstaubsauger? Damit werde ich die Mütze... Ah, wir haben noch den Mob. Natürlich, der Erwischmob. Hier. Der Stiel dürfte lang genug sein. Aber ich krieg das hin. Oh, oh. Entschuldigung. Ich habe zwar die Mütze, mir ist aber der Mob aus den Händen gerutscht. Und unten war der William-Schrei. Ja gut. Wir haben Rumpels Mütze. Man kann nicht sagen, dass da sonderlich viele Haare und Schuppen dranhängen. Aber Rums muss ein sehr effektives Haarshampoo haben. Shampoo? Heißt es Shampoo? Heißt es nicht Haarshampoo? So, Badezimmer. Rums. Hey, Rums. Rums? Hier, ich hab deine Mütze. Wieso hängt die denn draußen am Balkon? Ja, dann schieb sie durch den Lüftungsschlitz in der Tür, Mann. Ich mach die Tür nicht auf, bis ich die Mütze habe. Ja gut, ich guck mal. Also Mütze und Lüftungsschlitze. Die Mütze ist zu voluminös und ihre Oberfläche zu rau, um sie da durchzuschieben, Rums. Was soll ich hier machen? Ich kann das Gitter weder mit blanken Händen benutzen noch mitnehmen. Also lassen wir das. Okay, kann ich es dann irgendwie rausbrechen? Nee, ne? Nein. Bonbonspender? Besser nicht. Gaben beißt es nur kaputt. Ich gönn mir mal einen Bonbon. Aua! Ach, das Ding beißt zu, wenn man versucht, einen Bonbon zu nehmen. Ah, das ist original Steam. Der Spender will so wenig Bonbon rausrücken wie Gabe Newell Half-Life 3. Starthilfekabel, Staubsauger. Wie soll ich das Ding da unten aufkriegen? Das ist natürlich die Frage. Starthilfekabel. Und wir müssen unseren Renderprozess noch beschleunigen. Kann ich ihn vielleicht an den Rechner anschließen? So. Ich muss das andere Ende noch irgendwo anbringen. Sollten wir uns überlegen, wo... Oh, der... Guck mal, der Rechner hat auch so einen Turboschalter. Videokonverter, Facecam, Mediathek. Kühlsystem bringt nichts. An den Korridor kann ich es nicht anbringen. Da unten ist noch eine Steckdose frei, aber die können wir nicht nutzen, ne? Die Autobatterie konnte ich auch nicht mitnehmen. Kann ich eigentlich aus der Mediathek was mitnehmen? Keine Zeit. Oh, schade. Kühlsystem. Das Fett ist noch nicht ranzig. Es muss nicht getauscht werden. Es bringt nichts, den Turboschalter zu drücken. Der ist doch schon gedrückt. Ach, der gute alte Turboschalter. Und hier noch Lochpapier. Oh, bestimmt ein 24-Nadeldrucker. Die Luxuslimousine unter den Nadeldruckern. Lampenkabel mit Glühbirne. Ich dreh mal die Glühbirne raus. Lalalala. Geht nicht, die sitzt zu fest in ihrer Fassung. Ich bin ganz fassungslos. Oh Gott. So, ausschalten. Ich dreh mal raus. Lalalala. Der sagt nicht, die ist zu heiß, sondern der ist einfach fassungslos. Okay. Wie kann ich die denn... Starthilfekabel da dran geht nicht, ne? Solange die Glühbirne am Kabel hängt, kann ich es nicht anschließen. Okay, wir müssen also erstmal die Glühbirne wegkriegen. Die Frage ist natürlich, wie? So. Mit Gaben kann ich das Kabel sicher problemlos durchtrennen. Oh, tatsächlich. Und zack. Oh. Oh, das, huch. Okay, Starthilfekabel, ein Rechner. So. Und das andere Ende mache ich mal hier an das lose Lampenkabel. Lumpenkabel auch genannt. So, der Computer ist mit einer zusätzlichen Spannungsquelle verbunden. Das muss doch jetzt klappen. Das dürfte ihn ordentlich beschleunigen. Ach so. Na, dann wollen wir mal. Hier nochmal ganz kurz vorher noch einen Sicherheitshinweis. Nicht zu Hause nachmachen, Kinder? Ah ja, liebe Kinder, macht das keinesfalls zu Hause nach. Das funktioniert nur im Computerspiel und selbst da bin ich nicht sicher. Und wenn doch, wascht euch wenigstens davor die Hände und räumt euer Zimmer auf. Liftoff! Was war das denn? Ich stell den Lichtschalter vorerst auf aus. Aus Sicherheitsgründen. Mit dem Rendern hat es nicht funktioniert. Haben wir jetzt Johnny 5 erschaffen? Mehr Spannung? Ja, nee. Hat nicht so gut funktioniert. Mein Arbeitsgerät. NASA-Rechner.
Turboschalter ist schon gedrückt. Was soll ich denn da jetzt machen? Das lose Lampenkabel? Das offene Kabel lädt gerade dazu ein, was dran zu knüpsen. Oh, dran zu knüpsen. So, Computer. Ich kann nicht, ne? Hier, das geht nicht. Ich lass den besser vorher aus. Ja, anfassen bringt da auch nichts. Na gut, was kann ich denn noch machen? Der hat gerade eine ordentliche Ladung bekommen. Kann ich Rumpels Mütze vielleicht durchs Bratenfett ziehen? Lass mich überlegen, nein. Lass mich überlegen, nein. Oh, schön. Staubsauger, vakuumverpacktes Mischgemüse. Auch nicht. Ich habe gerade keine Zeit zum Sitzen. Rumschlippen möchte ich den auch nicht. Na gut. Videokonverter, den will ich nicht mitschleppen. Das verstehe ich schon. Ich versuche gerade wieder Sachen mitzunehmen hier. Los, Lampenkabel. Ich habe bereits die Glühbirne abgezogen. Das Kabel möchte ich nicht auch noch aus der Decke ziehen. Das verstehe ich. Kühlsystem, Kühlsystem, Kühlsystem. Sonst, was kann ich denn... Ich hoffe, der Rechner entwickelt jetzt eine eigene Intelligenz. Da würde ich mich freuen. Ja, leck mich am Arsch. Die Sicherung ist rausgeflogen. Okay, Sicherungskasten. Ich mach den Kasten zu, sobald die Sicherung wieder drin ist. Ja, dann dreh die doch rein, Mann. Ach, die ist da hinten. Sicherung. Upsi. Ich nehme die mal lieber mit. Diese Unterhose. Wenn die Sicherung rausgeflogen ist, wie kann der Rechner da noch laufen? Ich setze die Sicherung mal wieder rein. So, hier hin. So. Da mache ich zu und dann gehe ich wieder in die Arbeitskammer und mache nochmal Licht an. Nächster Versuch. Also, Clips. Ist ja nicht wahr. Oh, das gibt's doch nicht. Ich stelle den Lichtschalter vorerst wieder auf aus. Nehmen wir das gleiche hier. Ja. Und da liegt die Sicherung wieder. Ich muss verhindern, dass sie ständig rausspringt. Aber wie? Können wir die nicht irgendwie festkleben? Wohnzimmer, hat man hier nicht Klebstoff? Kurz mal gucken. Ich sollte ihn einstecken. Eventuell muss ich damit irgendwas zusammensetzen. Einen inkonsistenten Adventure-Plot beispielsweise. So. Der sagt viel zu wenig so, fällt mir gerade auf. So, Klebstoff. Der Klebstoff könnte die Sicherung daran hindern, immer rauszuspringen. Ah. Was? Ich krieg die Kappe nicht? Was? Das bringt nichts, solange ich die Klappe von der Tube nicht aufbekomme. Okay, Bonbonspender? Gabe könnte den Kleber zwar aufbeißen, aber die Tube würde ich nicht mehr zubekommen. Das ist doch dann egal. Kann man nicht kombinieren? Kann man nicht kombinieren? Was ist da los? Kann man nicht kombinieren? Wie kriegen wir die Kappe denn auf? Einen Dosenöffner haben wir ja auch nicht, ne? Nee, ja mein nicht. Kühlschrank, Gefrierfach. Kaffee au Wurst können wir auch nicht mitnehmen. Dass in der Küche eine Steckdose frei ist, halte ich für ein Gerücht. Das ist total unrealistisch wieder. Am Göffel vielleicht aufpieksen? Wahrscheinlich nicht, ne? Hätte man den Göffel wahrscheinlich mitnehmen können. Nein, der wurde bereits kombiniert. Okay. Abwasch, Kühlschrank? Nein. Wie kriegen wir das Ding auf? Was ist das denn hier? Da ist die Sicherung bestimmt gegengeflogen. Ich würde gerne irgendwas in die HiFi-Anlage packen, ehrlich gesagt. Hier ist sonst ja nichts mehr. Das Schlafzimmerfenster, da kommen wir aber auch nicht rüber, ne? Nein. Immer wenn wir durchs Wohnzimmer gehen, habe ich Hunger auf Chips. Oh, Wohnung verlassen. Ich kann noch nicht gehen. Mir fehlt noch das Let's Gamble-Video. So habe ich doch nichts zu präsentieren. Und meinen Anzug habe ich auch noch nicht. So wie ich jetzt aussehe, kann ich nicht zu dem Gespräch erscheinen. Ihr schmeißt mich hochkant wieder raus. Gut, dann, ja. Sicherung, Badezimmer. Ich weiß gerade wirklich nicht, wie ich diesen Kleber aufkriegen könnte. Aufbeißen vielleicht. Mit mir selbst kann ich den nicht kombinieren. Nein. Ja klar kannst du ihn reinstecken, das geht schon, man muss es nur wollen. Kann ich ihn vielleicht ins Kühlsystem stecken, so ein bisschen anditschen? Nein. Okay. Facecam.
Ich habe ehrlich gesagt gehofft, ne, bevor ich wusste, dass die Sicherung rausgesprungen ist, habe ich ein bisschen gehofft, dass der Rechner vielleicht zu so einer Art Nummer 5 wird oder sowas, ne, zu so einer künstlichen Intelligenz. Ich will das Banner nicht abreißen. Okay, Interconvention geht nicht. Vielleicht doch mit dem T irgendwas? Einfach ignorieren, nicht dem Mauszeiger folgen. Nein, nein. Okay, da können wir nichts machen. Das sind doch Zettel, was steht da drauf? Ach, ein Zettel steht, du bist das Original. So Motivationssprüche wahrscheinlich. Du bist das Original. Lieber irgendwas, das kann ich gar nicht lesen, ehrlich gesagt. Hier hängt ein Hammer, den könnte man brauchen. Kaffeebohnen, warum kann ich die nicht mitnehmen? Kaffeemaschine ist belegt und ich kann hier keinen extra Kaffee. Mann, jetzt trink doch mal einen Kaffee, Junge. Das bringt dich wieder auf die Spur. Wie kriege ich den Kleber auf? So nicht. Kann man nicht kombinieren. Haben wir alles schon probiert. Sicherung geht nicht. Die Kappe von der Tube. Also ich würde die aufbeißen. Ganz ehrlich, ich würde die aufbeißen. Vielleicht mit Senf und Ketchup ein bisschen... Das muss nicht besenft oder beketchupt werden. Schade. Vielleicht das Gemüse? Was machen wir mit dem Gemüse überhaupt? Den gelben Spender haben wir schon verwendet, aber der ist noch im Inventar. Das ist dubios. Das ist sehr dubios. Hier, Klebstoff mit der Uhr. Nein, es ist nie gut, die Zeit zu manipulieren. Eigentlich schon. Da kommen mal gut Adventures bei raus. Ins Schlafzimmer kommen wir auch nicht. Was mit dem Schaf hier? Gar nichts. Das ist einfach nur tot. Hallo? Ah, rührt sich nichts. Okay. Ich probiere alle möglichen unsinnigen... Was macht er denn jetzt? Hä? Das war ich gar nicht. Künstliche Intelligenz. Was soll das denn bringen, du Bob? Glaubst du, die Service-Hotline des Spiels anrufen zu können, die dir verrät, wo du den Gegenstand verwenden kannst? Ja. Ha, dass ich nicht lache, das ist ein kostenloses Kurzadventure, du Bob. Ich wette, der Entwickler hat nicht mal eine Webseite zum Spiel eingerichtet. Das stimmt tatsächlich. Der Loser ist doch nicht mal in der Lage, sich allein die Schuhe... Hey, man hat mich aus dem Spiel entfernt. Hallo? Alter, das ist nicht witzig. Das kannst du nicht machen. Bring mich sofort wieder zurück. Tu das nie wieder. Ja, ich halte ja schon die Fresse hier. Scheiße. Dämliche Oppression. Unterdrückung von Adventure-Spielcharakteren. Man sollte eine Gewerkschaft gründen gegen diese Spieleprogrammierer, die ganze Zeit diese Scheiße mit einem machen. Oh, Scheiße hier. Ich will unbedingt, ich weiß nicht warum, ich will immer die Mütze zukleben. Ich weiß nicht mal warum. Badezimmer, Sicherungskasten. Wie kriegen wir den Klebstoff auf? Ich habe doch irgendwas übersehen. Spielekonsole. Na klar, ich bin nicht verzweifelt, das ist alles überlegt. Oh, warte. Ich muss kurz husten, weil diese Gronkh-Stimme mir die ganze Zeit. Naja, das geht so nicht. Balkon. Was soll ich denn machen? Vielleicht vom Balkon werfen, unten aufsammeln? Aber ich kann ja so nicht auf die Straße gehen, sonst würde ich auch meine Brennnesselpflanze wieder einsammeln. Außerdem will ich mir die Tapete genau angucken, aber das geht natürlich auch nicht. Arbeitskammer? Ach, da komme ich nicht rein. Scheiße, es muss doch irgendwas in der Küche sein oder vielleicht hier. Videokonverter, Facecam, Kühlsystem. Mit dem Kühlsystem wollte ich das ja machen, ging nicht. Monitor. Zockerhocker. Einfach draufsetzen. Die Zeiten, in denen ich Sitzmöbel manipuliert habe, sind vorbei. Was? Das wird den Rendervorgang nicht beschleunigen. Ach man, Facecam, das wird nichts bewirken. Ich probiere einfach mal rum, weil ich verzweifelt bin. Der konvertiert auch ohne gut. Nein, tut er nicht. Offenbar ja nicht. Ach nee, der macht ja die Facecam da rein. Weißt du, ich wünschte, ich hätte mal eine richtige Kamera als Facecam. Ich habe immer diese komische Logitech. Diese Logitech-Facecam mit dieser beschissenen Auflösung. Entschuldigung. Mediathek, Mediathek, Mediathek. Kann ich das vielleicht irgendwo eine Tür klemmen oder kann ich vielleicht den Klebstoff hier unten durch? Das passt da nicht durch, muss aber auch nicht. Okay.
Vielleicht mit der Küchentür, in der Küchentür einklemmen und dann aufdrehen. Also ich muss das Ding eigentlich, entweder brauche ich Fett oder Öl, um das zu lockern. Na, das geht nicht. Oh, ich kann hier nicht rechtsklicken auf Korridor. Das ist ja ungewöhnlich. Der bleibt zu, da sind Rosinen drin. Okay, Gefrierfach. Da ist nichts mehr drin, was ich mitnehmen könnte. Das hier bringt auch nichts. Ich bin nicht verzweifelt. Ich bin nicht verzweifelt. Das macht den Geschmack auch nicht besser. Ich könnte ja, da würde ich ja gerne. Oder warte mal, Vakuum, das Gemüse. Aber das Gemüse gehört auf jeden Fall in den Kaffee. Boah, du Bob, du hast ja keine Ahnung vom Leben. Bonbonspender. Ich habe irgendwas übersehen. Vielleicht mit dem Göffel aufpieksen. Wie wäre das denn? Nein, der wurde bereits kombiniert. Alter, das wäre so einfach gewesen. Mit dem Göffel aufpieksen, es wäre so einfach gewesen. Abwasch, lalalala, lalala. Warum er das nicht macht, ist mir ein Rätsel. Also dieser Typ ist einfach so mega unbeholfen. Der kriegt ja gar nichts gebacken in seinem Leben. Nein, die Post ist bereits zu stark vom Schimmel befallen, als dass das helfen würde. Als dass das helfen würde? Als dass das... So, da ist Honig, den können wir auch nicht mitnehmen. Vielleicht kann ich dem mal was auf die Nippel schmieren. Auf keinen Fall, er wird nur beschädigt und das will ich nicht. Du solltest vielleicht besser mal dein Hirn einschalten, bevor du irgendwas wahllos kombinierst. Nein, ich bin auch verzweifelt. Mein Hirn einschalten, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Sofa, Sessel, Balkon. Ich könnte das natürlich aufsitzen. Ja, ich wüsste auch nicht, wie das weiterhelfen soll, aber irgendwas, ich habe irgendwas übersehen, glaube ich. Irgendwas Grundlegendes habe ich übersehen. Vom Balkon springen geht nicht, ne? Ist keine Option. Hier, Bürgersteig. Schlafzimmerfenster. Ja, du Schlaumeier, die Frage ist, wie komme ich da hin? Das weiß ich doch auch nicht. Ja, ja, ich bin auch verzweifelt. So, hier oben kommen wir gar nicht dran. Lalala, lalala. Ich wünschte, ich hätte die Leertaste, die mir noch alle möglichen Sachen anzeigt. Das sieht ja auch alles sehr falsch aus hier. Ich wünschte, ich hätte die Leertaste, die mir noch alles Mögliche anzeigt. Spielkonsole. Jetzt keine Zeit zum Spielen, das wissen wir ja. Vielleicht mit dem Weihnachtsbaum aufstechen oder Nadeln ankleben. Ich möchte bitte alle Nadeln wieder ankleben, dass der Weihnachtsbaum schön hübsch ist. Und dann steht er irgendwie 12 Stunden später. Und dann haben wir den Termin verpasst. Wäre eigentlich auch cool. Und dann ist Ende. Du bist gestorben, wie in Sierra Adventures. Welche Mülleimer aufklemmen? Ich will das ja nicht entsorgen. Ich will das nur irgendwo den Deckel einklemmen und dann, naja. So, Abwasch machen geht auch nicht. Vielleicht mit Rumpels Mütze als Schwamm. Mit Rums Mütze. Ist ja nicht Rumpel. Das sind ja ganz fiktionale Charaktere hier im Spiel. Die kennt keiner. Die sind ausgedacht. Okay, also folgendes. Wenn wir das mit dem Kleber, mit dem Klebstoff nicht hinkriegen, wenn wir das mit dem Klebstoff nicht hinkriegen, ich mach mal ganz kurz eben den gedankenverlorenen Gang in Adventures, gedankenverlorener Gang seit Zack McCracken sieht immer so aus, wenn die Adventure-Figur rätselt. Sieht immer so aus. So, also, wenn wir das mit dem Klebstoff nicht hinkriegen, wir haben jetzt mit allem probiert, wenn wir das nicht hinkriegen, heißt das für mich, dass wir den momentan noch nicht hinkriegen können. Weil uns irgendwas fehlt, eine Zange oder irgendwas, keine Ahnung, eine Zangengeburt vielleicht, mit der man das aufkneifen kann oder ich habe keine Ahnung. Der Gelbe macht es nicht. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir Rumpels Mütze vielleicht auch so dadurch kriegen. Mütze zu voluminös, die Oberfläche zu rau, das kennen wir ja schon. Die Oberfläche zu rau und zu voluminös. Das heißt, die Mütze ist zu groß und zu rau. Das habe ich gut erkannt. Okay, das heißt, wir müssen die Mütze wahrscheinlich irgendwie da reinkriegen. Vakuumverpackt. Wenn wir das aufmachen, ist es aber nicht mehr vakuumverpackt. Da müssen wir mal gucken. Die Frage ist, was machen wir mit dem Gemüse? Dann ist die Frage, was machen wir mit dem Gemüse? Entweder in den Videokonverter, ich weiß es nicht. Hier, ich mach mal wieder. Das ist natürlich, ja, konvertiert auch ohne gut. Nein, der braucht unbedingt Gemüse. Hier steht übrigens gesalzte Stangen.
dazu. Was macht man denn mit Gemüse? Kann man Gemüse vielleicht irgendwie... Damit bekomme ich die Tür nicht auf. Okay. Können wir da vielleicht was durchschieben? Huch! Okay, wenn ich mit der Maus aus dem Bild rausgehe, dann scrollt der. Warte mal. Hallo? Was? Alter, das will ich nicht sehen! Das will ich nicht sehen! Alter, wenn das das ist, was ich befürchte, was ist es, dann will ich das nicht sehen! Mach es weg! Mach es von meinem Monitor weg! Oh Gott, die Mädels! Hier, Mädels, komm! Bisschen Fanservice. Interessant, die beiden Augen da hinten am Steiß. Aha, aha. Und ich find's schön, das Bett übrigens, wenn man unten guckt, das Bett steht auf Bierkästen oder was immer das da ist, ich kann es nicht genau erkennen. Genieß den sämigen Geschmack, Alter, ich muss hier raus, ich muss hier, was ist denn, wer hat denn das da, ist ja, der ist doch krank, er ist doch krank. Kartanziert, Alter, meine Augen haben sich gerade nach innen, in den Schädel nach innen gedreht. So, okay.